Name ist Robert Hagenhaus, ich bin Professor für integratives Fischereimanagement an der Humboldt-Universität zu Berlin und arbeite auch am Landesinstitut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Jetzt sind die Preußen da. Ich hoffe, das ist nicht zu angsteinflößend, aber eigentlich sind gar keine Preußen dabei. Also ich selbst komme aus Niedersachsen. Wir haben einen weiteren Mitglieder, die heute da sind, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Der Tobias Rapp, Lokalmatador, eigentlich auch aus Baden-Württemberg, der später die Hegeplatz-Software vorstellen wird. Daniel Bühn, gebürtig aus Thüringen, der in dem Besatzfischprojekt hauptsächlich die fischbiologischen Arbeiten gemacht hat, der später auch einen Vortrag halten wird. Philipp Zappler aus Bayern, der uns im Fachgebiet für Fischereimanagement als studentische Hilfskraft unterstützt und heute hier auch hilft. Und die Person hinter der gesamten Organisation und mit der Sie vielleicht am meisten schon korrespondiert haben, die Eva-Maria Cyrus, die dort hinten am Video sitzt, die also die gesamte Organisation dieses Projekts für uns macht. Wir sind heute hergekommen, um Ihnen etwas zur Hege und Pflege zu erzählen aus wissenschaftlicher Perspektive. Das ist, wir wollen einfach in den Diskurs eine wissenschaftliche Perspektive anbieten, aber nicht belehrend wirken. Also Sie sind die Experten vor Ort, Sie machen Hege und Pflege vielfach schon seit Jahren, Sie haben das Praxiswissen in den Vereinen, an den Vereinsgewässern und das ist einfach eine ergänzende Perspektive, die wir Ihnen heute bieten wollen. Und vieles von dem, was wir erzählen, ist wahrscheinlich auch kalter Kaffee, aber wir wollen eben versuchen, das gesamte komplexe Themenfeld der Pflege einfach zusammenfassend mal darzustellen. Wir haben Ihnen einige Informationsmaterialien gegeben, das wollte ich einfach nur mal kurz erläutern, was der Hintergrund ist. Alles das, was wir heute erzählen, inklusive die Beschreibung der Hegeplan-Software, finden Sie in diesem Skript. Wenn es also ein bisschen zu schnell geht oder wie auch immer, alles das, was wir heute erzählen, ist nachlesbar in diesem Material. Das ist auch online verfügbar für Personengruppen, die vielleicht heute nicht die Zeit gefunden haben, herzukommen. Das Besatzfisch 2.0-Projekt hat auch eine große öffentlichkeitswirksame Komponente. Diese Veranstaltung ist eine davon. Wir wollen aber unsere Inhalte auch so verdaulich wie möglich präsentieren. Wir haben deswegen auch Comics entwickelt, die Sie auf den Postern zum Teil finden, die Sie aber auch in diesem Kalender zusammengestellt haben, wo Sie einerseits die Comics finden und dann erklärende Materialien hinten auf dem Cover. Auch dieser Kalender ist dann online verfügbar bei uns auf der Webseite, sodass Sie das auch weiter nutzen können. Auch die einzelnen Comics und die Poster können Sie herunterladen. Es gibt einige Personen, die vielleicht so was als A0 mal ausdrucken wollen. Das ist also alles frei verfügbar. Die detaillierten Inhalte, die einzelnen Besatzfisch-Experimente, die wir gemacht haben, auch bestimmte Aspekte, die wir heute aus Zeitgründen nicht beschreiben können, sind in diesem Buch zusammengefasst. Leider Gottes ist der Andrang jetzt so groß, dass wir die gesamten Druckexemplare nicht mehr an jede Person ausgeben konnten. Einige von Ihnen haben heute noch ein Exemplar bekommen, aber das Ganze ist auch als PDF wieder online herunterladbar. Also diese Materialien können Sie auch dann hinzuziehen. Sie haben dann ferner einen Feedback-Fragebogen bekommen, den wir Sie bitten würden, am Ende der Veranstaltung oder wenn Sie gehen, dort am Ende, kurz vorm Ausgang auf der rechten Seite ist eine kleine Box, hereinzugeben und sehr wichtig, eine Rückmeldung zu bekommen, wie Sie den Tag empfunden haben, welche Verbesserungsvorschläge Sie auch an uns haben. Ich möchte noch zwei Dinge ankündigen. Zunächst einmal gibt es hier vorne einen Videomitschnitt. Wir haben nämlich jetzt schon gemerkt, dass viele Vereine aus Zeitgründen oder weil sie es einfach mitbekommen haben, nicht zu diesen Veranstaltungen kommen konnten, aber es großes Interesse gibt zu erfahren, was wir erzählen. Wir wollen also diese Vorträge auch dann online stellen als Video und nicht die Diskussion. Mit anderen Worten, das, was wir sozusagen frontal erzählen, wird hier mitgeschnitten. Sie müssen aber keine Ängste haben, dass irgendwelche Dinge, die Sie hier äußern oder Ähnliches, dann im Internet landen. Ist das für Sie ein Problem, wenn wir diese Videos online stellen von den Vorträgen? Vielen Dank. Und dann gab es einen Hinweis, dass es Interesse an einer Vernetzung gibt. Wir können also Vereine, die hier vor Ort sind, kennen Sie vielleicht gar nicht und haben vielleicht Interesse, sich im Nachgang der Veranstaltung auszutauschen. Wir dürfen die persönlichen Daten nicht herausgeben und tun das auch nicht. Aber wenn Sie dem zustimmen, würden wir eine E-Mail vorbereiten, vielleicht mit den Kontaktadressen untereinander und Sie dann eben mit diesen Adressen alleine lassen. Ist das für irgendjemand von Ihnen ein Problem?
okay, dann wird Frau Cyrus das im Nachgang irgendwann zusammenstellen und verschicken. Bevor ich anfange, möchte ich kurz etwas von Ihnen wissen. Wie viele im heutigen Auditorium haben irgendeine Funktion in einem Verein oder Verband im Sinne der Gewässerbewirtschaftung, der Gewässerhege? Das kann man aufzeigen. Okay, das ist die große Mehrheit. Wie viele im Auditorium sind von Behörden oder Forschungsinstitutionen? Eine Person. Und wie viele sind nur engagierte Angler, interessierte Personengruppen, die ansonsten keine Funktion im Verein haben? Dann würde ich sagen, können wir starten. Ich möchte Ihnen in dem Anfangsteil einen kurzen Überblick geben über das Satzfischprojekt und das Nachfolgeprojekt Satzfisch 2.0. Satzfisch war ein reines Forschungsprojekt, was wir in Niedersachsen durchgeführt haben. Wir haben 5 Jahre lang zusammen mit 18 Angelvereinen geforscht, sozialwissenschaftlich, aber vor allen Dingen auch fischereibiologisch geschaut, wie wirksam sind bestimmte Besatzmaßnahmen nicht in Forschungsgewässern, sondern in anglerisch bewirtschafteten Baggerseen in dem Fall. Und wir haben aber aus Zeitgründen in dem Rahmen dieses Besatzfischprojekts, was vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, also mit Bundesmitteln gefördert wurde, nicht die Ressourcen gehabt, um über Niedersachsen hinaus die Ergebnisse zu kommunizieren. Und haben uns dann überlegt, dass es doch eigentlich sinnvoll wäre, diese Ergebnisse auch breit zu streuen in die Anglerschaft hinein, aber auch in die Öffentlichkeit hinein, und haben Geld bekommen, wiederum vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Besatzfisch 2.0-Projekts, um diese Art von Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Das ist ja eigentlich nicht Aufgabe von uns Forschern, wie wild durch Deutschland zu touren und Gewässervereine zu beraten. Das sind eigentlich Dinge, die Verbände leisten müssen oder andere Akteure. Aber uns war es eben ein Anliegen, weil wir so praxisnah geforscht haben, diese Dinge eben auch zu vermitteln. Und diese Veranstaltungsreihe ist Teil dieses Besatzfisch 2.0-Projekts. Wir machen also 6 Veranstaltungen in ganz Deutschland, die wir so gewählt haben, dass möglichst alle Gebiete sozusagen mit einer Stunde Fahrzeit oder ähnliches halt erreichbar sind. Das ist sozusagen eine Komponente der Öffentlichkeitsarbeit. Die zweite ist aber, wir wollen auch Leute erreichen, die nicht großes Interesse oder Erfahrung mit der Angelfischerei haben. Also die interessierte Öffentlichkeit. Wir haben uns überlegt, dass man viele von den Kernbotschaften eigentlich optimalerweise comichaft oder über Filme präsentieren kann. Wir möchten Ihnen Protagonisten vorstellen, die also in diesen Comics, in diesen Filmen eine Rolle spielen. Natürlich bewusst überspitzt, so ein bisschen auch mit Humor hoffentlich zusammengestellt. Wir haben also hier den Walter, der ist hier Vorstand von ASV Fischhausen. Er kümmert sich also um die Hegeaspekte in diesem Verein. Und es gibt einen interessierten, sehr engagierten Angler, den Klaus, der also diesen Walter immer wieder mit neuesten Informationen füttert, der also viel im Internet surft und sich viel informiert und also immer wieder dem Walter etwas ins Ohr flüstert, was man vielleicht Neues oder anders machen könnte. Das Ganze wird vervollständigt von Gabi, die also die Ehefrau vom Walter ist und mit dem Angeln ziemlich wenig am Hut hat, aber hoffentlich so ein bisschen Humor auch in diese Geschichte. Stellen Sie sich einfach nur mal vor, wir werden immer mal wieder Comics sehen. Ich werde Ihnen auch im zweiten Teil, der Daniel Rüth fängt damit an, Beispiele von den Erklärfilmchen präsentieren, die wir mit diesen Charakteren erstellen. Insgesamt werden 10 dieser Filme produziert, 3 sind bisher fertig. Die werden Sie im Laufe der Veranstaltung auch dann sehen. Gut, nochmal zusammengefasst, was waren eigentlich die Projektziele des ersten großen Projekts? Das war eine Nachwuchsforschergruppe vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert, wie gesagt, wo es darum ging, Mensch-Umwelt-Beziehungen zu verstehen. Und wir waren also so frech zu sagen, Angeln ist das Paradebeispiel für eine Mensch-Umwelt-Beziehung, wo der Mensch nicht nur nutzt, sondern eben auch über Bewirtschaftungsmaßnahmen direkt gestaltet. Und wir wollten rund um diese kontroverse Praxis des Fischbesetzens eben eigentlich verstehen, wie Menschen und Natur zusammenhängen und interagieren. Die Ziele waren 3 große Ziele dieses Projekts, die von 2010 bis 2014 mit 2 Millionen Euro gefördert, insgesamt 7 Personen wurden finanziert in diesem Projekt, um eben mit den anderen zusammen diese Fragen zu beantworten. Die erste große war zu erörtern, wie wichtig und welche Leistung die Angelfischerei eigentlich für die Gewässer liefert. Das ist ja etwas, was in der Öffentlichkeit häufig gering geschätzt wird und gar nicht so wahrgenommen wird. Wir wollten also diese gesellschaftliche Hegeleistung evaluieren und dann auch kommunizieren.
Der zweite wesentliche Ziel war, Fischbesatz als wesentliche Hegemaßnahmen zu evaluieren. Welche Potenziale, welchen Nutzen hat Fischbesatz, aber auch welche ökologischen Risiken sind damit verbunden. Und drittens wollten wir praxisnah forschen, das heißt mit anderen zusammen an ihren Gewässern Besatzexperimente durchführen, um eben zu schauen, unter welchen Bedingungen funktioniert das Ganze. Und das haben wir, wie gesagt, mit 18 Angelvereinen in Niedersachsen durchgeführt. Ein wesentliches Ergebnis dieses Projekts war, dass die Angler enorme Lasten für die Gesellschaft im Rahmen der Hege produzieren. Also da erzähle ich Ihnen jetzt kalten Kaffee, aber das ist vielleicht etwas, was, wie gesagt, in der Öffentlichkeit gar nicht so bekannt ist. Beispielhaft in diesem Comic zusammengestellt. Wir konnten also feststellen, über 2000 Befragungen, die wir mit Angelvereinen in ganz Deutschland gemacht haben und eben mit diesen tiefen Analysen, mit diesen 18 Angelvereinen, feststellen, dass eben Angler alles Mögliche tun, nämlich die Ufer säubern zum Beispiel. Sie bringen Fische in Gewässer ein und machen damit Artenschutz. Sie sind sehr aktiv dabei, sich zu informieren und sie sind ein Beispiel. 200 Personen etwa, das ist die größte Beteiligung, die wir bisher hatten. Das zeigt eben, dass Leute im Ehrenamt sich aktiv mit Gewässerökologie und Fischartenschutz beschäftigen. Natürlich auch als Lobbygruppe, aber auch durch Eigeninitiativen versuchen, Lebensräume zu verbessern und nicht zuletzt die Kinder- und Jugendarbeit und auch das Vermitteln von Inhalten über die Anglerprüfung und andere Aktivitäten sind sehr wichtige Dinge in einer Gesellschaft, wo man sich immer mehr entfremdet eigentlich von der Urproduktion von Fischen. Und das Angeln ist so eins der letzten, zusammen mit der Jagd vielleicht, wo eben Privatpersonen direkt von der Natur partizipieren und sie auch fördern und gestalten. Und das sind ganz wesentliche Dinge, die wir auch immer wieder kommunizieren. Der Angler ist nicht nur ein Entnehmer von Naturgütern, sondern eben auch eine Personengruppe, die viel zurückgibt und dafür für den Gewässerschutz und Artenschutz viel tut. Zum Fischbesatz haben wir nun, um es auf den Punkt zu bringen, verschiedenste Dinge herausgefunden. Das ist eine sehr ambivalente Praxis und ich werde Ihnen im Laufe, oder meine Kollegen und ich im Laufe des Vortrags viele Details dazu bringen, aber um es auf den Punkt zu bringen, Fischbesatz ist kein Allheilmittel. Es funktioniert in vielen Fällen nicht, wie wir denken. Es gibt aber einige Fischbesatzmaßnahmen, die nötig sind und auch alternativlos. Aber es gibt eben viele Risiken und Nebenwirkungen und das ist wieder so ein Beispiel, wie wir das versuchen, comichaft zusammenzufassen. Es ist kein Allheilmittel, es kann manchmal funktionieren, aber es gibt eben Risiken und man sollte sich über diese Risiken bewusst sein. Vor dem Hintergrund haben wir uns dann überlegt, gut, wir wollen das Ganze nach außen vermitteln und die Ziele dieses jetzt laufenden Öffentlichkeitsarbeitsprojekts, das wir Besatz für 2.0 nennen, sind einfach diese Ergebnisse zu vermitteln, nicht nur in die Anglerschaft, sondern eben auch über die Angler hinaus. Also wir waren zum Beispiel sehr aktiv und haben Filmbeiträge mitgestaltet, die auf verschiedensten Kanälen liefen, NDR, MDR, also zwei große Filme, MDR und NDR. Wir waren in vielen Tageszeitungen aktiv, wir machen viel Facebook und versuchen eben diese Dinge über die Anglerschaft hinaus zu kommunizieren, um eben die Öffentlichkeit über die Leistung der Angler aufzuklären und natürlich auch innerhalb der Anglerschaft Impulse zu setzen. Und das ist unser wichtiges Ziel der heutigen Veranstaltung, einen Impuls zu geben. Wie gesagt, bitte verstehen Sie uns nicht als Belehrende, überhaupt nicht. Also ich finde, wir haben ganz viel gelernt von der Praxis, viele Dinge sind kennen wir als Wissenschaftler gar nicht, die aber in der Praxis sich bewährt haben. Und solche Dinge sind ganz wichtige Wissenskomponenten, die leider viel zu selten im Austausch kommuniziert werden. Warum haben wir uns mit Fischbesatz auseinandergesetzt? Nun, erstens ist es ein interessantes Beispiel, wie in der Zivilgesellschaft, nämlich Sie als Gewässerjäger und Pfleger, aktiv werden und Dinge für die Natur tun. Es ist eine selbstorganisierte Maßnahme, die eigentlich sehr wenig von anderen Akteuren, Behörden oder ähnliches mitbestimmt wird. Das sind Dinge, die die Vereine in der Regel in Eigenregie machen. Es ist aber auch eine Maßnahme, wo der Gewässerwart und der Vorstand häufig unter starkem sozialen Druck der Mitglieder herrscht. Es gibt bestimmte Erwartungshaltungen innerhalb der Vereinsmitglieder, bestimmte Mitgliedsbeiträge auch zu reinvestieren und entstehen halt sehr interessante soziale Rückkopplungen zwischen dem Entscheidungsträger und den Mitgliedern. Und der Entscheidungsträger ist häufig so ein bisschen in einer schwierigen Position, weil es einerseits Ansprüche vielleicht vom dichtfischereilichen Naturschutz gibt oder auch eigene Überzeugung, dass bestimmte Maßnahmen gar nichts bringen. Auf der anderen Seite der Angler vehement bestimmte Maßnahmen auch fordert. Und das ist ein sehr interessantes sozialwissenschaftliches Themenfeld. Deswegen haben wir Fischbesatz als Beispiel gewählt für Nachhaltigkeitsthemen.
Interessant ist auch, dass Fischbesatz seit über 100 Jahren allgegenwärtig ist, in der Angelfischerei fest etabliert, aber es nur sehr wenig, sehr gute, belastbare Studien zu dem Erfolg von Fischbesatz existieren. Das hat damit zu tun, dass Ökosysteme hochkomplex sind. Alle Gewässer haben ganz komplexe Wechselbeziehungen und es ist gar nicht so einfach vorherzusagen, wenn ich da jetzt eine Fischart fördere, was passiert eigentlich. Man müsste Fische markieren, das ist tierschutzrechtlich jetzt für den einzelnen Hegetreibenden gar nicht möglich, weil man also einen Eingriff in den Fisch durchführt, das ist also im Prinzip verboten ohne Antrag, sodass in der Praxis sehr wenig, sehr gute Evaluierungen verfügbar sind und das gilt übrigens auch für die wissenschaftliche Literatur, weil man eben häufig nur einzelne Gewässer sich anschaut und man dann gar nicht weiß, ist jetzt Besatz eigentlich oder sind es andere Faktoren. Man muss also eigentlich im Prinzip diese Experimente wiederholen, viele, viele Gewässer benutzen, einige Gewässer nicht besetzen, andere schon, Fische markieren, vorher, nachher sich das anschauen, das dauert 4, 5, 6, 7 Jahre und die meisten Forschungsprojekte dauern 3 Jahre. Also das ist auch ein Grund, weswegen es auch wissenschaftlich viele Dinge gar nicht so gut untersucht. Und dann gibt es schließlich vehemente Kritik am Fischbesatzgebaren von bestimmten Akteuren. Wenn ich jetzt von Naturschutz hier rede, dann meine ich den fischereifremden Naturschutz, sei es Ornithologen, Personen, die sich für Amphibien interessieren oder für Libellen, die häufig sagen, Fischbesatz ist jetzt nicht immer eine Artenschutzmaßnahme, sondern kann eben auch Gewässerqualität verändern, wenn ich vielleicht zu viele Karpfen habe oder durch Fraßdruck auch meine Amphibien belasten und ähnliches. Es gibt also eine vehemente Kritik vom Bundesamt für Naturschutz und anderen Akteuren. Und das ist für uns Forscher noch wichtig. Wenn da irgendwo ein Konflikt ist, dann wollen wir da versuchen, eben objektiv die Sachlage zu würdigen. Und das waren die Gründe, weswegen wir gesagt haben, wir forschen zu Fischbesatz und nicht zu Entnahmefenstern oder Mindestmaßen oder anderen Maßnahmen. Wir haben also ganz konkret Fischbesatz als das große Nachhaltigkeitsthema identifiziert. Nun, wenn ich von Fischbesatz rede, müssen wir uns vergegenwärtigen, dass jeder von Ihnen andere Bilder im Kopf hat, wenn er das Wort Fischbesatz hört. Es gibt also ganz viele verschiedene Formen von Fischbesatz und ganz viele dahinterliegende Ziele, die mit dem Fischbesatz verfolgt werden. Wir können grob gesagt zwei Situationen unterscheiden. Einmal, wenn Fischbesatz stattfindet, wenn die Zielpopulation sich noch natürlich vermehrt. Und Situationen, wo dieses natürliche Aufkommen fehlt oder sehr, sehr gering ist. Die Erfolgswahrscheinlichkeit von Fischbesatz ist besonders hoch, wenn das natürliche Aufkommen fehlt, weil die Satzfische nicht in Konkurrenz mit den Wildfischen getrieben werden der gleichen Art. Wir finden trotzdem sehr viele Besatzmaßnahmen, die in natürlich reproduzierenden Gewässern stattfinden. Wenn das fischereiliche Ziele sind, sprechen wir im ersten Fall von einem Steigerungsbesatz. Es gibt also ein gewisses natürliches Aufkommen, das vielleicht als zu gering wahrgenommen wird. Man versucht durch Besatz dieses natürliche Aufkommen zu steigern. Ein Beispiel wäre zum Beispiel die Aalbesatzmaßnahmen, die derzeit laufen, die natürlicherweise eben das Aalaufkommen immer geringer wird und man versucht eben den Bestände zu erhöhen. Ein anderes Beispiel sind viele Meerforellen oder Lachsbesatzprogramme, die in den baltischen Raum laufen, wo es gewisse natürliche Reproduktionen gibt und man versucht eben diese Bestände weiter zu steigern. Eine zweite Situation ist, dass das natürliche Aufkommen sehr stark eingeschränkt ist, aber auf geringem Niveau noch stattfindet. Zum Beispiel, wenn es im Lebensraum bestimmte Defizite gibt, dass also das natürliche Aufkommen beschränkt ist durch Gewässerausbau oder Verbau oder vielleicht auch durch zu hohen Raubdruck von Kormoranen oder ähnliches. Es findet also ein niedriges Aufkommen der Zielart vor. Man versucht, sagen wir mal, das Aufkommen sozusagen auszugleichen. Man spricht dann von Ausgleichsbesatzmaßnahmen. Ich würde sagen, das sind die häufigsten Besatzmaßnahmenformen in der Angelfischerei. Streng genommen ist das jedoch nur eine Mischform. Denn man würde sagen, wenn der Ausgleichsbesatz fischereilichen Zielen dient, dann ist es eigentlich ein Steigerungsbesatz. Wenn es aber naturschutzfachlichen Zielen dient, dann ist es im Prinzip ein Restaurations- oder Stützungsbesatz. Mit anderen Worten, die Zielstellung entscheidet dann, wohin diese Besatzform am besten eingruppiert werden. Schauen wir uns die Situation mit natürlichem Aufkommen an. Die wesentliche Maßnahme hier ist der sogenannte Erhaltungsbesatz. Wir haben also eine Art, die in dem Gewässer sich nicht mehr vermehrt, sondern nur äußerst sporadisch. Und man kann nur durch Fischbesatz diese Fischerei auf diese Art und die Art an sich überhaupt erhalten. Daher der Begriff. Klassisches Beispiel wären Aale in stehenden Gewässern, vielleicht auch Karpfen in stehenden Gewässern, die durchaus manchmal reproduzieren, aber nicht nennenswert aufkommen.
Das sind dann klassische Beispiele für Erhaltungsgebiete. Dann finden wir den Einbürgerungsbesatz, also neu geschaffene Gewässer, wo eine Zielart und überhaupt eine Fischgemeinschaft überhaupt etabliert werden soll, beispielsweise neu geschaffene Baggerseen oder im ostdeutschen Raum die Tagebau-Restseen, wo mit Maränen und Felchen versucht wird, die Population aufzubauen und dann nach der Selbstdefinition dann den Besatz auch einzustellen. Und schließlich die Situation, wo Naturschutz und Fischerei am wenigsten im Konflikt ist, wenn es also darum geht, durch Fischbesatz Artenschutz zu betreiben, im Extremfall mit der Ansiedlung von Arten, die natürlicherweise ausgelöscht worden sind, Lachs als Beispiel oder auch Stör als Beispiel, da sprechen wir vom Wiederansiedlungsbesatz. Aber es gibt auch Situationen, wo es vielleicht große Fischsterben gab oder die Zielart durch Lebensraumdefizite gar nicht mehr nennenswert aufkommt. Viele Bachforellenbestände in sehr stark geräumten Gewässern wäre so ein Beispiel, wo man dann eben von Restaurations- oder Stützungsbesatz spricht. Auf die Details, was damit zusammenhängt, unter welchen Bedingungen Besatz funktioniert oder nicht, werden wir im Laufe der Veranstaltung kommen. Ich möchte Sie einfach nur sensibilisieren, dass wir immer sehr genau uns anschauen müssen, von welcher Art von Besatz reden wir eigentlich, wenn wir das Wort Fischbesatz verwenden. Wir haben nun in Deutschland 2000 zufällig ausgewählte Angelvereine mit einem ganz komplizierten Fragebogen belastet. Glücklicherweise sind die Deutschen immer sehr gut bei der Beantwortung dieser Fragebögen. In anderen Ländern, sagen mir die Kollegen, macht niemand mit bei Befragung. Die Deutschen sind da irgendwie sehr loyal. Ja? Also wir sind extrem froh, dass wir 60% zurückbekommen haben und damit ein sehr repräsentatives Bild über die Hegeleistungen der Anglerschaft in Deutschland haben. Und unter anderem haben wir den Umfang von Fischbesatz evaluiert, weil in Deutschland selbst zu der einfachen Frage, wie viele Fische werden eigentlich besetzt, keine belastbare Antwort. Niemand weiß das, auch die Behörden. Ja? Deswegen haben wir eben aus 1100, 1200 Antworten eben hochgerechnet, was das für Gesamtdeutschland bedeutet. Wir können feststellen, dass Fischbesatz ein Riesenfeld ist. 3700 Tonnen von Fischen werden ausgesetzt jedes Jahr nur durch die organisierte Anglerschaft. Das ist der gleiche Menge, wie die kommerzielle Seen- und Flussfischerei in Deutschland pro Jahr fängt. Insgesamt sind das 77 Millionen Individuen, die jedes Jahr nur durch die organisierten Angler ausgesetzt werden. Das ist eine relevante ökonomische Dimension. Wir haben pro Angelverein etwa 3.400 Euro, die pro Jahr in Besatz investiert werden. Das entspricht etwa 500 Kilogramm Fisch. Und insgesamt sind es 25 Millionen Euro, die durch Besatz zirkulieren, wovon natürlich Fischzuchtbetriebe und andere Akteure profitieren. Das ist also auch eine ökonomische Bedeutung. In den Vereinen wird etwa ein Fünftel des Vereinsbudgets in Fischbesatz investiert. Wenn Sie sich diese Grafik anschauen, dann variiert das natürlich ziemlich, aber im Mittel etwa 20%. Und das ist auch der Posten, der die höchste Ausgabensumme im Durchschnitt des Vereinsbudgets bringt. An zweiter Stelle rangiert Ausgaben für Gewässerpacht und erst dann Aspekte, die mit Verbesserung des Lebensraums zusammenhängen. Also Fischbesatz ist, kurz gesagt, für die Angelvereine die wesentliche Hegemaßnahme, wo auch das meiste Geld investiert wird. Besonders intensiv, und das ist auch verständlich, werden aus ökonomischer Sicht sehr kleine Gewässer, Standgewässer besetzt, psychologisch und ökonomisch sehr einfach erklärbar. Die Fische hauen nicht ab. Das ist also eine Investition, die direkt dem Vereinsmitgliedern zugutekommt. Insgesamt werden in Deutschland 38 verschiedene Fischarten besetzt. Das ist ca. 40% des gesamten heimischen Fischarteninventars werden irgendwie in die Gewässer ausgesetzt. Das variiert aber sehr stark zwischen Fließgewässer und Standgewässer. Wir haben das hier mal aufgetragen nach der Menge, Kilogramm und nach der Stückzahl. Und Sie sehen, dass hier in den Standgewässern biomasseseitig insbesondere Karpfen besetzt werden und 50% der gesamten Kilogramm der Biomasse, die ausgesetzt werden, in Deutschland sind Karpfen. Wenn man das stückzahlmäßig ansieht, entwickelt sich ein anderes Bild. Wir haben vor allen Dingen stückzahlmäßig die Weißfische, die dominieren hier in den Standgewässern, was also wirklich eine erstaunliche Geschichte ist, weil Weißfische als sehr anspruchslose Fischarten eigentlich nie rekrutierungslimitiert sind. Sie können überall sich vermehren. Trotzdem haben viele Angelvereine offensichtlich das Gefühl, dass die Weißfischbestände zurückgehen. Vielleicht spielt da auch Interesse am Gemeinschaftsfischen eine Rolle. Jedenfalls werden interessanterweise völlig anspruchslose Fischarten quantitativ in großen Stückzahlen in die Gewässer ausgebracht, was also nicht zum Bereich der Edelfische gehört. Auch Hechte spielen hier eine relativ große Rolle. Wir sehen, dass die
Karpfen hier nicht mehr so stark auftauchen, weil sie einfach als größere Individuen ausgesetzt werden, entsprechend schwer sind. In Fließgewässern ist das Bild ein anderes. Hier dominiert Salmonin, vor allem die Bachforelle, aber auch in der Biomasse ist durchaus der Karpfen noch relevant. Wenn wir das stückzahlmäßig aufgliedern, da sind es in großem Maßstab Salmoniden, sei es Bachforelle, sei es Meerforelle, aber auch die Artenschutzprogramme hier bei Lachs spielen hier eine große Rolle und auch der Aal. Es gibt also einige dominierende Arten, die offensichtlich die Angler besonders interessieren, aber insgesamt können wir von dem großen Blumenstrauß an ausgesetzten Fischarten reden. Das könnte man jetzt positiv formulieren und sagen, wunderbar, die Angler investieren in die Gewässer, hervorragend, aber sofort kommen einige Ökologen auf den Plan und sagen, was macht ihr da eigentlich? Alle möglichen Fische auseinandersetzen, verbringen wir da nicht heimische Arten und vielleicht gar nicht bewusst Blaubandbärlinge, die vielleicht im Mischbesatz vorkommen, in die Gewässer. Das ist eine relevante Kritik und wir haben uns jetzt einfach mal angeschaut, wie sieht es denn aus mit Fischgemeinschaften in anglerisch gehegten künstlichen Gewässern, Baggerseen, im Vergleich zu den Fischgemeinschaften in Naturseen. Wir können, also das sind Daten hier aus Niedersachsen im Vergleich mit Brandenburg. Wir haben uns diese Baggerseen genommen, weil hier die Kritik am unnatürlichen Fischgemeinschaften besonders virulent ist, weil diese Baggerseen natürlich irgendwann immer initial besetzt worden sind. Und zu unserem großen Erstaunen, das sind jetzt Artenverteilungen über 18 Baggerseen verglichen mit 19 Naturseen ähnlicher Größe, sehen wir auf den ersten Blick, dass die Fischartengemeinschaften nahezu identisch aussehen. Wir haben einige dominante Arten, das sind jetzt vor allen Dingen die Uferfischgemeinschaften, also Rotfeder, Rotauge und Barsche, die in beiden Systemen dominieren. Wir haben aber auch interessante Situationen, dass bedrohte Kleinfischarten wie der Bitterling in den Baggerseen sogar häufiger sind als in den Naturseen. Aber die Schlussfolgerung dieser Studie war, dass anglerische Hege nicht zwangsläufig zu unnatürlichen Fischgemeinschaften sondern es entwickeln sich in der Sukzession, der Entwicklung der Baggerseen Fischgemeinschaften, die diesem Lebensraum entsprechen und offensichtlich ähnlich sind wie in den natürlichen Gewässern, die nicht anglerisch bewirtschaftet werden. Andersrum kann man sagen, man kann mit Fischbesatz die Natur nicht austricksen. Das Gewässer bestimmt, was schlussendlich in diesen Gewässern überlebt. Und selbst wenn ich hier quantitativ Bachforellen oder sonst was aussetze, dann ist das eben kurzfristiger Angelspaß, aber es wird nicht irgendwie eine reproduzierende Population entstehen in diesen Situationen. Das sind also im Prinzip sehr einfache Gedankengänge, aber eben eine wichtige Information, weil Hege eben auch die Entwicklung dieser Fischgemeinschaften beschleunigen kann. Wir haben also jetzt neue Daten in einem neuen Projekt namens Baggersee, wo wir unbewirtschaftete Baggerseen uns angeschaut haben. Und hier finden wir komplett unnatürliche Fischgemeinschaften. Teilweise Seen, wo nur Hechte vorkommen. Die Hechte sich kannibalistisch von sich selbst ernähren und es keine anderen Fische haben. Oder 99% Stichlinge. Ein anderes Gewässer, was wir untersucht haben, besteht im Prinzip aus zwei Fischarten, Giebeln und Goldrotfedern, ja, die irgendwie aus dem Gartenteich, der aus der Seeme ausgebüxt worden sind. Also das sind unnatürliche Fischgemeinschaften. Es wird sehr, sehr lange dauern, bis dieses Gewässer alle Fischarten enthält, die in der Region heimisch sind. Und hier kann eben fischereiliche Hege, die klug gemacht wird, diesen Prozess auch beschleunigen. Also die erste Kritik am Fischbesatz können wir aus dem abwürgen und sagen, wenn es fachgerecht durchgeführt wird, entwickelt sich selbst in künstlichen Gewässern das, was man auch in natürlich ähnlich gelagerten Gewässern erwarten würde. Eine zweite wesentliche Kritik am Fischbesatz ist, wenn wir Bentivore, bodenwühlende Fischarten verwenden, wie zum Beispiel den Karpfen, dann wird immer wieder gesagt, gut, das verändert die Gewässerqualität, weil es zum Aufwühlen von Feinsedimenten kommt, weil der Karpfen auch Wasserpflanzen vielleicht mechanisch schädigt im Rahmen der Fraßaktivitäten, weil entsprechend auch viele Nährstoffe ausgeschieden werden und damit das Algenwachstum angeboten wird. Und das ist eine relevante Kritik. Wir wissen das aus Teichwirtschaftsexperimenten, dass ab einer bestimmten Höhe von Karpfenbeständen tatsächlich die Gewässer Wasserpflanzen frei werden. Aber wir wollten eben mal schauen, wie sieht das eigentlich aus, wenn wir moderat besetzen in künstlich geschaffenen Baggerseen. Finden wir dort eine Veränderung der Wasserqualität als Resultat von Karpfenbesatz? Was wir gemacht haben, ist, beziehungsweise Daniel Kühn, der später noch hier erzählen wird, wir haben Baggerseen bis 12 Hektar Größe mit einer Besatzdichte von 4 Kilogramm bis 180 Kilogramm K3 pro Hektar besetzt und haben vorher und nachher geschaut, wie sich die Wasserqualität, der Gesamtphosphor als wesentlicher Pflanzennährstoff, der aus dem Sediment herausgelöst werden könnte,
und die Sichttiefe verändert vor und nach Gesatz. Und hier sehen Sie diese Ergebnisse mal gruppiert in Gesatzdichten unter 40 Kilo, 40 bis 100 und über 100 Kilogramm pro Hektar Karpfen. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Sie sehen also Vorbesatz in Weiß und Schwarz ist Nachbesatz, dass die Werte hier überlappen. Im Durchschnitt gab es keine Effekte. Also bei einer moderaten Besatzdichte, die der guten fachlichen Praxis entspricht, ist Karpfenbesatz überhaupt kein Problem für Sichttiefe und den Gesamtphosphor. Etwas anderes ist das bei den Makrophyten, bei den Unterwasserpflanzen. Dort sind die Werte durchaus relevant. Das haben wir nicht mit untersucht. Wir wissen das aber aus anderen Studien. Aber auch da, wenn wir Flachseen uns anschauen und unter 100 Kilogramm Bestandsdichte beim Karpfen haben, haben wir auch da keine Probleme. Also, die Diskussion rund um Karpfen ist relevant, aber wenn wir vernünftig wirtschaften, ist hier von keiner Veränderung der Wasserqualität auszugehen. Die dritte und letzte Fundamentalkritik am Besatz ist nun, dass Besatz Fischpopulationen miteinander in Kontakt bringt, die natürlicherweise nie miteinander sich vermehren können. Wenn man also durch Besatz Einzugsgebietsgrenzen überschreitet, hier ist mal dargestellt, sind die Transportwege von Fischbesatz durch die deutschen Angelvereine. Wir haben wenig Daten aus Ostdeutschland, weil hier der Verband in erster Linie die Bewirtschaftung macht und wir haben vor allen Dingen die Angelvereine untersucht. Also es werden hier ähnliche Bilder im Osten sein, nur dass wir eben keine Daten dazu haben. Was Sie sehen hier, ist, dass es einen munteren Austausch von Fischen gibt über Einzugsgebietsgrenzen hinaus, also über natürliche Ausbreitungsbarrieren hinaus. Natürlich verbinden auch Kanäle zum Beispiel natürliche Gewässernetze miteinander, die ansonsten nicht sich verpaaren würden. Aber der Besatz ist hier natürlich ein wesentlicher Faktor. Und wenn man das jetzt einer Person, zum Beispiel im Bundesamt für Naturschutz, zeigt, dann wird er die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, was macht ihr da eigentlich? Ja, ihr bringt sozusagen Populationen miteinander in Kontakt, die ansonsten nie sich miteinander verpaaren würden. Nun stellt sich aber die Frage, wie reagiert eigentlich die heimische Population einer heimischen Art, wenn sie mit fremden Individuen der gleichen Art in Kontakt gebracht werden? Wir haben uns einfach mal untersucht, wie sieht das Bild populationsgenetisch aus, wie stark vermischt sind denn jetzt die Bestände, weil ja Besatz schon seit 100 Jahren intensiv durchgeführt wird. Wir haben uns die Zielarten Zander und Hecht genommen und haben in der Genetik, also im Prinzip der Gewebeproben genommen und haben, also vielleicht haben einige von Ihnen uns auch Daten geschickt, beziehungsweise Fischmaterial, also sehr viele Probensammler waren sozusagen beteiligt. Und wir haben also mehrere hundert Populationen uns in den verschiedenen Einzugsgebieten angeschaut und an der Genetik können wir eben sehen, wie vermischt sind die jetzt aus den unterschiedlichen Gebieten. Was Sie hier in den Kuchendiagrammen sehen, sind Hechte. Die Bilder sehen sehr ähnlich aus beim Zander. Wir sehen also hier Ostseepopulationen, wo dieser weiße Teil besonders häufig vorkommt. Das sind also Fische, die irgendwie aus dem Ostseeraum irgendwann evolutionsgenetisch in die Fließgewässer und dann in die Flüsse eingewandert sind und sich dort eben miteinander verpaart haben. Wir finden Populationen in der Nordsee, in die hellgrauen, und wir finden Donaupopulationen. Klassischerweise oder bisher ging man davon aus, dass die Hechte eine Ursuppe sind. Nach der letzten Eiszeit sind da irgendwie ein paar Populationen übrig geblieben, die also dann in Gesamtdeutschland besiedelt haben. Wir können zeigen, dass wir deutliche genetische Strukturierungen haben. Mit anderen Worten, Hechte unterschiedlicher Einzugsgebiete, Flusseinzugsgebiete, sich deutlich voneinander unterscheiden. Und wir sehen in allen Bereichen aber auch Einkreuzungen. Wir finden also im Ostseebereich Donauhechte und auch Nordseefische. Wir finden das Gleiche in allen Gebieten, was also deutliche Belege dafür sind, dass durch Fischtransfers entsprechend auch manchmal sich die fremden Populationen etablieren konnten und zumindest sich eingekreuzt haben. Ist das problematisch? Vielleicht. Jedenfalls verändert sich die natürliche genetische Vielfalt durch diese Art von Besatz. Was wir aber auch sehen, ist, dass vielfach die heimischen Populationen immer noch dominieren. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Häufig finden wir eine Lokalanpassung, einen Heimvorteil, wenn man so will, sodass die Fremdlinge auskonkurriert werden. Aber manchmal eben nicht. Und wir können zeigen, dass mit jeder Stufe Veränderung der Wasserqualität nach der europäischen Wasserrahmen, je schlechter ein Ökosystemzustand ist, desto stärker ist die Vermischung. Einfach weil die Wildpopulation geschwächt ist und entsprechend dann diese Neuankömmlinge nicht so stark sind. Also die dritte Kritik am Fischbesatz ist eine relevante, nämlich die Vermischung von Populationen und damit auch der Verlust
der genetischen Ausdifferenzierung mit der Zeit. Versuchen wir sozusagen auch comichaft darzustellen, dass also hier irgendwie der bayerische Hecht und der Nordseehecht sich irgendwie treffen und eigentlich in diesen Gewässern gar nicht so gut klarkommen, aber eben unter bestimmten Situationen, wenn die Wildpopulation geschwächt ist, es dann eben auch zu einem sogar Komplettverlust der heimischen Hechte kommen kann, was wir in einigen Gewässern, zum Beispiel am Edersee, auch feststellen können. Also die eine Schlüsselaussage ist, das ist zu risikoreich, wir sollten wann immer möglich aus dem gleichen Einzugsgebiet besetzen und nicht die wilden Fische kreuz und quer miteinander setzen. Das war so ein bisschen anfüttern, ne? All diese Dinge kommen im Detail in den folgenden Vorträgen. Ich wollte einfach mal so einen kurzen Überblick geben, was an wesentlichen Aussagen kommen wird. Ein wichtiger Punkt ist auch, dass Fischbesatz natürlich nur eine von drei Herangehensweisen ist, wie wir als Bewirtschafter die Gewässer hegen können. Wenn wir uns hier mal konzeptionell anschauen, dass es hier eine Nachhaltigkeit gibt, dann können wir die Nachhaltigkeit erhöhen, indem man den Fischbesatz durchführt. Das ist eine Möglichkeit. Wir können die Nachhaltigkeit aber auch erhöhen, wenn wir die Lebensräume verbessern, was leider Gottes häufig gar nicht so einfach ist, weil natürlich viel mehr Akteure am Spielfeld sind, Gewässer vielleicht nicht im Eigentum sind, Wasserstraßen sind, wo ganz andere soziale Prioritäten eine Rolle spielen. Aber natürlich, schlussendlich, ist Lebensraumverbesserung immer die nachhaltigere Variante, als zu versuchen, die Symptome von Fischrückgängen durch Besatz zu kompensieren. Und natürlich kann man die Fischereiintensität managen. Also je weniger ich fische, desto nachhaltiger ist natürlich mein Bestand. Natürlich sind wir Angler auch aktiv bei der Entnahme. Und es gibt häufig die Vorstellung, dass der Angler nie was hängt und nur der Trawler da in der Nordsee auf Dorsche irgendwie einen relevanten Einfluss hat. Das ist natürlich Unsinn. Es ist aber natürlich auch Quatsch, dass die Angler systematisch die Gewässer überfischen. Auch das haben wir untersucht. Wir können an Hechten beispielsweise können wir feststellen, dass in 15% unserer Fälle wir tatsächlich Indizien für Überfischung haben. Also kann das ausdrücken, in der Mehrzahl der Fälle die Bewirtschaftung völlig nachhaltig funktionieren. Aber natürlich ist auch Bewirtschaftung der Befischungsintensität ein relevantes Hegewerkzeug. Und als Endziel sozusagen unserer Veranstaltung soll sein, dass Sie in der Lage sind einzuschätzen, unter welchen Bedingungen greife ich jetzt auf Schonmaßnahmen zurück, unter welchen Bedingungen ist Habitat, Lebensraummanagement besser, unter welchen Bedingungen ist Fischbesatz eine relevante Alternative. Das wäre sozusagen das Ziel, wenn Sie heute den Raum verlassen. Wie geht es weiter? Ich werde gleich im Anschluss einen Grundlagenvortrag halten, einfach weil es mir ein Anliegen ist, alle sozusagen auf den gleichen Informationsstand zu bringen. Ich gehe davon aus, dass in diesem ersten Vortrag vieles für Sie neu bzw. alt sein wird. Das kennen Sie aus Ihrer Praxis, aber ich wollte sozusagen alle auf den gleichen Informationsstand bringen. Dann werden wir eine Pause machen und dann wird Herr Kühn die Besatzfischexperimente präsentieren, um einige unserer Thesen halt mit Daten zu füttern rund um Fischbesatz. Ich werde dann übernehmen und Hegeplanungshinweise geben, wo Sie dann vor allen Dingen überreden werden, wann Fischbesatz, wann Bewirtschaftung der Befischung, wann Lebensraummanagement. Und schließlich wird Ihnen Herr Happ am Ende eine Software präsentieren, der genau diese Abwägung, unter welchen Bedingungen mache ich was, unterstützen kann. Wir haben also das Ganze auch mathematisch, sozusagen im Computer, und man kann eben spielen mit verschiedensten Optionen und das kann die Entscheidung, finde ich, unterstützen. Nicht ersetzen, aber unterstützen. Und das wollen wir Ihnen am Ende dann präsentieren. Es werden immer wieder Zeiträume auch zum Diskutieren sein, wo wir dann Fragen klären können, selbstverständlich. Das ist jetzt nicht auf der Folie.